Kommen wir nun zur Sachtextanalyse in 3 Minuten. Hallo ihr unfassbar intelligenten Internetmenschen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal sucht man ja was im Netz, zum Beispiel, wie analysiere ich einen Sachtext? Und man findet sehr viele Ergebnisse, die alle das Gleiche sagen, aber man hat so das Gefühl, ist alles voneinander abgeschrieben und man wird gar nicht viel intelligenter. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich das jetzt in 3 Minuten ändern kann, aber ich will es trotzdem versuchen. Jetzt geht's los. Bei der Sachtextanalyse geht es im Prinzip darum zu sagen, was, wie, warum gesagt wird. So einfach. Die Sache ist, dass man, wenn man danach eine Erörterung schreibt, sich natürlich ein bisschen mehr um das Was kümmert. Das wären beispielsweise eben die verschiedenen Arten von Argumenten. Bei der Sachtextanalyse geht es aber nicht nur darum, sondern es geht auch um die sogenannte Argumentationsstruktur, die man immer nicht so ganz verstehen kann. Jetzt versuche ich zu erklären, was das bedeutet. Dass ihr den Text genau lesen und verstehen müsst, ist natürlich absolut klar. Ich würde es auch immer so machen, dass ich schon ganz am Anfang, wenn ich jeden einzelnen Abschnitt lese, eine kleine, kurze Zusammenfassung dieses Abschnitts mache. Nur ein einziger Satz. Warum ist das wichtig? Weil ich dann in der Lage bin, zu sagen, was an welcher Stelle kommt. Und hier kommen wir sozusagen schon zu dem, was die Argumentationsstruktur ist. Es kann ja beispielsweise sein, dass ein Text beginnt mit einer Beschreibung einer problematischen Situation, einer Erklärung, warum die Situation problematisch ist und einem Argument, warum die Situation verändert werden müsste. Und diese 3 Punkte, die man schon beim ersten oder vielleicht beim zweiten Lesen, wenn man das kurz zusammengefasst hat, erfasst hat, ist dann die Argumentationsstruktur. Das heißt, ich kann erläutern, was, wie und jetzt bin ich noch nicht beim Warum beschrieben wird. Jetzt ist es aber grundsätzlich so, dass das für eine Analyse natürlich noch nicht reichen würde. Denn wenn ich nur diese 3 Schritte mache, dann habe ich letzten Endes nur das, was zuvor nach der Einleitung in der Gliederung steht. Sondern wenn ich den Kern der verschiedenen Aussagen habe und zwar erst dann, schaue ich mir an, wie das Ganze präsentiert wird. Und hier sind wir dann erst in dem Teilbereich von rhetorischen Figuren, sprachlichen Besonderheiten, Syntax und so weiter. Ist ja auch logisch. Oder also, wenn ich zum Beispiel eine Beschreibung mache, dann kann diese Beschreibung, von der ich gerade eben gesprochen habe, sehr bildhaft sein. Und schon habe ich eine Erklärung der Bildhaftigkeit einer Beschreibung, die als Grundlage, wir erinnern uns an die Argumentationsstruktur, des Restes dient. Und wenn ich bestimmte Argumente habe und die sind sehr zugespitzt oder rhetorisch fein ausgearbeitet, dann kann ich sagen, dass jemand etwas macht, das Wie zu einem anderen Punkt etwas zu erreichen, nämlich das Was. Ja, und wenn ich das im Prinzip einigermaßen stilsicher ausarbeiten kann, man denke beispielsweise an den 3-Schritt, dann fehlt im Prinzip nur noch das Warum. Mit dem Warum ist nicht ausschließlich die Autorenintention gemeint, weil bei Sachtexten kann man zwar die Autorenintention, also das, was der Autor mit dem Text bezwecken möchte, zum Beispiel einen gewissen Umstand erläutern oder eben argumentativ darlegen, sondern was der Text einem eigentlich sagt, weil man ja jetzt weiß, was, wie erläutert wurde. Das Warum ist also im Prinzip die Erklärung, was dieser Text aussagt, was der Appell des Textes ist oder was das Ziel des Textes ist, wenn man ihn denn dann gelesen hat. Also so ein bisschen, ich habe den Text gelesen, also fühle ich mich jetzt zum Handeln angeregt. Ja, ein Call to Action im Text. Ja, und das war es im Prinzip schon. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Denkt bitte daran nur ganz kurz, dass natürlich all diese Erläuterungen immer nur heißen, dass man im besten Fall etwas verstanden hat. Das Ganze zu üben und selbst zu machen ist dann natürlich noch ein anderer Punkt. Ich denke aber, das sollte euch einigermaßen klar sein. Ich freue mich zumindest, wenn ich so ein ganz kleines bisschen helfen konnte mit diesem Video. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Kommentar da oder ein Abo. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Kritisch bleiben. Ich wollte die Welt sehen.